Ja, hallo zu meinem ersten Bein-Workout-Video. Heute behandeln wir die Übung Lunges oder auf Deutsch Ausfallschritte. Und ja, sie sind eine exzellente Übung, um die gesamte Beinmuskulatur anzusprechen und sollten eigentlich in jedem Bein-Workout Verwendung finden. Zur Ausführung ist zu sagen, dass einfach ein Ausfallschritt gemacht wird und ja, je weiter dieser Schritt ist, desto mehr wird der Gluteus Maximus, also die Po-Muskulatur, angesprochen, und je kürzer dieser Schritt wird, desto eher wird der Quadrizeps, der vordere Oberschenkelmuskel, angesprochen. Ja, also bei der Ausführung sind drei Dinge zu beachten. Erstens, der Oberkörper sollte immer aufrecht sein. Zweitens, das Knie sollte immer in Linie mit den Zehen sein, das heißt immer in dieselbe Richtung zeigen. Und drittens, das Knie darf nie über die Zehen hinausgezogen werden, sprich, wenn ich jetzt von oben drauf schaue und das Knie weiter nach vorne ziehe, ist das sehr schlecht und erhöht die Verletzungsgefahr. So ist quasi jetzt, wie man hier sieht, der maximale Punkt, an dem ich das Knie nach vorne ziehen darf. Und ja, weiter als so sollte man nicht gehen. Ja, falls einem die Übung zu leicht wird, sprich man schafft mehr als 12 Wiederholungen pro Satz, kann man beginnen, Gewichte zu verwenden. Ja, das war eine kurze Beschreibung der Übung Lunges oder Ausfallschritte zu Deutsch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer freue ich mich über Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal.